Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die drei Fragezeichen und der Riesenkraken. Hi Bob, bin noch bei Kelly. Mein Akku ist leer, ruf mal Justus an. Klang etwas wie Peter. Ich werde Justus von unterwegs anrufen. Nachdem Bob seine Mission Steampunk erfüllt hat, geht es zurück nach Rocky Beach. Und das habe ich der reizenden Madeline Stark zu verdanken. Wir sind beide auf den Namen Nora Benchman gestoßen. Die Dame leitet eine Werbeagentur und ist das Bindeglied zwischen dem Kraken, Clarks Gebaren, Fiddlers Filmen und dem Strandfest. Wir sollten Nora Benchman morgen einen Besuch abstatten. Aber jetzt will ich erst mal in mein Bett. Bob tut gut daran, den nächsten Schritt zu vertagen. Schließlich müssen alle drei Detektive Schlaf nachholen. Während sie, laut Peter, ausgiebig an der Matratze horchen, macht der Krake neue Schlagzeilen, wie der Blick in die Morgenzeitung verrät. Rocket Beach Today. Riesenkraken vor Rocket Beach. Professor Clark. Soziologe. Nach Tentakelattacke, Fall einer Mutation sind Verstöße an Land nicht auszuschließen. Unterschätzte Gefahr. Es ist noch früh am Tag, als sich Justus, Peter und Bob vor der Werbeagentur treffen, zu der gleich zwei Spuren geführt haben. Just, hat dieser Diethylether dein Zeitgefühl durcheinander gebracht oder warum scheust du uns so früh hierher? Peter, du weißt doch, dass Justus keine Wörter mag, in denen Diät vorkommt. Euer reges Interesse an meinen Befindlichkeiten in allen Ehren. Aber heute Morgen war zwischen Onkel Titus und Tante Mathilda noch immer dicke Luft. Ach, darum sollten wir uns hier vorm Gebäude treffen. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass um diese Zeit schon jemand im Büro ist. Hallo. Wie unschwer zu erkennen ist, sitzt hier sonst ein Kevin. Ein Kevin, der etwas zu feiern hatte und von Hawaii träumt. Was spinnst du, Peter? Mir ist fast das Herz stehen geblieben. Meines hat immer noch nicht wieder eingesetzt. Kann ich die Schnur nehmen? Keine Ahnung, warum der Ballon geplatzt ist. Vielleicht lag es am Draht. Okay, sonst kann ich gerade nichts machen. Hier wird man an die Zeit vom großen Goldrausch erinnert. Ja, damals war Kalifornien das Ziel vieler Glücksritter. Umweltschutz war den Goldsuchern wohl völlig fremd. Berechtigter Einwand, Zweiter. Bei der Goldwäsche wurden Unmengen giftiges Quecksilber eingesetzt, um Staub zu lösen. Das hat Flüsse und Seen schwer belastet. Keine Frage, dass die Freisetzung von Quecksilber unser aller Gesundheit gefährdet. Umweltschutz war den Goldsuchern wohl völlig fremd. Berechtigter. Okay. Sieht so die Zukunft aus? Hyperway 2025. Flow of Operations. Es gibt tatsächlich Erwägungen, elektromagnetisch angetriebene Hochgeschwindigkeitszüge auf Luftkissen durch Stahlrohre zu schießen. Zur Beförderung wird Unterdruck erzeugt, wie bei Rohrpostsystemen. Krass! Steigt man aus und kotzt erstmal. Hier geht es um die Geschichte des Geländes der PR-Agentur. Früher stand hier eine Station, um in alle Welt zu telegrafieren. Ein solides Bauwerk mit einer damals modernen Beförderungsmethode für Briefe und kleine Pakete. Der Rohrpost. Das Gebäude beherbergt Unternehmen, die ganz im Zeichen der Kommunikation stehen. Dabei spielt Informationstechnik eine immer größere Rolle. Dann geh ich mal. Ist das Blut? Ist das Blut? Da stimmt etwas nicht. Wir müssen ins Büro.
Ach ja. Was guckt ihr mich so erwartungsvoll an? Mein Dietrich-Set liegt zu Hause. Ich hatte heute Morgen gerade mal Augen für meine Socken. Die sind auch sehr apart, Peter. Aber du bist nun mal unser Spezialist, wenn es um das Knacken von Schlössern geht. Also gut, wir sehen uns nach etwas um, was meine Dietriche ersetzt. Ihr wisst, ich habe gern unterschiedliche zum Ausprobieren. Ja, hier. Als Dietrich nicht schlecht. Aber ich müsste ihn irgendwo befestigen. Als Dietrich nicht schlecht. Büroklammern sind zum Schlösserknacken nur bedingt geeignet. Wo könnte ich diese dran machen? Damit werden bei der Montage lose Teile festgezogen. Vielleicht taugen sie als Dietriche. Ich brauche aber noch andere. Dennoch? Sieben Dietriche. Naja, ihre Stellvertreter. Dann will ich mir das Schloss mal vornehmen. Ja, und wenn wir den Alarm auslösen? Gibt es hier eigentlich Kameras? Blut auf dem Boden bedeutet Gefahr im Verzug. Falls wir auffallen, überlasst ihr das Reden einfach mir. Ich knacke das Schloss. Hoffentlich. Dann lasst mal hören. Ich höre. Kollegen? Na? Das war verkehrt. Nochmal. Also? Das war verkehrt. Zweimal. Nochmal. Ich höre. Also? Ich hab's wieder vergessen. Das war verkehrt. Nochmal. Na? Dann lasst mal hören. Das war verkehrt. Nochmal. Kollegen? Also? Das war verkehrt. Nochmal. Ich höre. Dann lasst mal hören. Na?
Kollegen? Das war verkehrt. Nochmal. Dann lasst mal hören. Kollegen? Das war verkehrt. Ich höre. Meine Güte, ey. Hey, das klappt ja tatsächlich. Die Tür lässt sich öffnen. Gute Vorlage, Zweiter. Kein Alarm? Ganz wohl ist mir bei der Angelegenheit nicht. Also, ich sehe keinen Verletzten. Ich sehe eine Gelegenheit, sich noch ein wenig umzusehen. Wollte ich gar nicht hin. Kevin hat mit seinen Kollegen gefeiert, bevor er in den Urlaub gegangen ist. Dabei ist kein Blut geflossen, aber Saft. Bali. So nah am Fenster fühle ich mich wie auf dem Präsentierteller. Das sieht doch jeder, dass wir den Rechner begutachten. Ohne Sichtschutz halte ich das für keine gute Idee. Achtung, die Besen! Acht, sechs, zwei. Darf ich vorstellen, Nora Benjamin. Darf ich vorstellen? Die gute alte Rohrpost. Sie hat mal mit Unterdruck funktioniert. Die gute. Aber wie soll ich denn ans Fenster? Verschlossen. Verschlossen. Das alte Rohrpostsystem ist dekorativ, aber marode. Das alte Rohrpost. Hier kann ich nichts machen. Griechenland. Ganz schön lernfaul, dieser Kevin. Die Buchstaben heißen Phi, Delta und Psi. Hallo Team, Land und Leute sind toll. Beim Buchstaben wie muss ich passen. Nächstes Mal geht's nach Hawaii. Aloha, verstehe ich wenigstens. Was macht denn hier so Geräusche? So nah am Fenster fühle ich mich wie auf dem Präsentierteller. Das sieht doch jeder, dass wir den Rechner begutachten. Achtung, die Besen! Die
Die gute alte Rohrpost. Es gibt tatsächlich Erwägungen. Krass. Bilder kann ich nicht nehmen. Dann nur hier rein. Kaffeemaschine kann ich nicht anmachen. Kann ich die Schnur nehmen? Ganz schön lernfaul. Nein. Das Logo auf den Plakaten zum Strandfest. Das Tablet ist echt? Die Symbole sind mir gänzlich unbekannt. C, D, E, F, E. Hitler Jacket. Der Riesenkrake ist ein mechanisches Konstrukt, gebaut von Fiddler. Wirklich? Samt Dampfventilen? Ich glaube, da sind sogar Lampen. Da sind eine Menge Lampen. Auf meinem Foto brannte aber keine. Falls da überhaupt welche waren. Komisch. Da haben wir die Erklärung dafür, warum der Riesenkrake gestern nicht geleuchtet hat. Der Einsatz von Quecksilberlampen war Fiddler doch zu riskant. Im Gegensatz zu Miss Benjamin scheut der Designer allzu riskante Unternehmungen. Im Gegensatz zu Miss Benjamin scheut... Unerhört. Miss Benchman hat sich eine Notiz zu meinem Besuch bei Professor Clark gemacht. Informationen über Clark, seine finanzielle Lage und ein Vertragsentwurf. Hier geht es um sein neues Buch und viel Geld. Wie zu vermuten war, haben Miss Benchman und Clark eine Geschäftsbeziehung. Warum auch immer ich diesen Ventilator anmachen kann. Ich habe das Fenster jetzt hier offen gemacht. Ich würde sagen, ein derber Frauenmantel im Steampunk-Style. Sieht aus, als wäre Miss Benchman mit einem Stachelschwein auf Kuschelkurs gegangen. Das sind Dornen wie an den Kakteen bei Professor Clark. Miss Benchman ist schlank und war gewappnet, um unverletzt vorbeizukommen. Oh, Justus! Was ist das? Tu das weg! Bleib geschmeidig, Peter. Das ist die Nachbildung eines Tentakels. Sieht aus, als könnte man ihn am Arm festbinden. Da haben wir unser Corpus Delicti. Mit diesem Konstrukt hat Miss Benchman Professor Clark übel mitgespielt und den Anstoß für weiteres Seemannsgarn gegeben. Die Beweislage ist eindeutig. Miss Benchman hat eine Straftat begangen.
Sollten wir nicht Inspektor Kotter anrufen? Bei dem Wort Tentakel schaltet er garantiert auf Durchzug. Vor allem, da Clark nun doch keine Anzeige erstattet hat. Stimmt. Clark hängt mit drin. Als Opfer, das zum Mitläufer wurde. Dann lasst uns herausfinden, wes Geistes Kind der Krake ist und ob von ihm eine Gefahr ausgeht. Kann ich mit in diesem Arm? Okay. Ein Programm, um im Internet zu telefonieren. Das letzte Gespräch hat Nora Benjamin mit Mechanic Man geführt. Ich kenne ihn aus alten Zeitschriften. Jack Eugenius Fiddler. Das ist der Designer, der die Filmrequisite gebastelt hat. Also lebt er noch. Victor sieht so aus wie der Mathe-Mann. Wartet, Fiddler wird uns sehen. Dann wird es unbequem. Nicht irgendwie Post-its. Die gute alte Rohrpost. So stell. Nora, was gibt's denn? Hallo? Ich kann dich nicht sehen, ich kann dich nicht hören. Was für eine miese Verbindung. Kollegen, das Schweigen war unprofessionell. Du bist doch derjenige mit Schauspielerfahrung. Musste sich Baby Fatso bei den kleinen Strollchen nie als Dame ausgeben? Nur Nora Benjamin klingt wie Nora Benjamin. Nora, was gibt's denn? Irgendwie. Anruf, ein Telefon. Gerät. Hören wir mal rein. Alle Vorbereitungen für das Strandfest sind soweit abgeschlossen. Die Frage der Beleuchtung dürfte geklärt sein. Unbedingt noch den DJ kontaktieren wegen der Musikauswahl. Was den Höhepunkt angeht, Fiddler hat alles im Griff. Hallo? Na, Kevin? Läuft alles nach Plan? Dann viel Spaß auf deiner Lieblingsinsel. Wo war ich? Ach ja, Clarks Vertrag. Und er muss morgen Abend anwesend sein. Er soll große Augen machen, genau wie alle anderen. Verstehe ich das richtig? Der Riesenkrake ist die Überraschung des Strandfestes? Dann sollten wir uns sputen und herausfinden, ob Fiddlers Krake nur Show ist oder eine unterschätzte Gefahr. Kann ich das jetzt dann hier benutzen? Nora, was gibt's denn? Hallo? Ah, hallo Nora. Eigentlich habe ich gar keine Zeit. Was liegt dir auf dem Herzen?
Läuft alles nach Plan? Ich kann nicht klagen. Mein Baby ist startklar. Heute Abend rocken wir Rocky Beach. Was sagst du dazu? Fiddler hat alles im Griff. Genau, Kleines. Und glaube nicht, ich hätte dich gestern Abend nicht bemerkt, hm? Wo war ich? Tu nicht so scheinheilig. Du warst hier und hast mir Cupcakes hingestellt. Drück mir die Daumen für später, ja? Dann viel Spaß auf deiner Lieblingsinsel. Anapamu ist ein Haufen Geröll, mehr nicht. Aber wie mein Probelauf gezeigt hat, der ideale Ort, um sich auf die Lauer zu legen. Ach ja, der heutige Code. Psi Phi Delta. Over and out. Fiddler hat das Gespräch beendet. Hast du den Code notiert, Bob? Habe ich, Chef. Aber wozu ist er gut? Ganz schön lernfaul, dieser Kevin. Die Buchstaben heißen Phi, Delta und Psi. Also das in der Mitte ist Delta. Ganz schön lernfaul, dieser Kevin. Die Buchstaben heißen Phi, Delta und Psi. Psi, Phi. Aber auf dem Tablet hat sich etwas getan. Die gute alte Rohr. Mechanic Man hat sich verabschiedet. Da brat mir doch einer einen Storch. Aber gut durch, bitte. Eine Live-Übertragung vom Riesenkraken. Fiddler hockt in einer geheimen Basis. Was meinst du, Justus? Angesichts dieser Dimension von Größenwahn tendiere ich zur Sprachlosigkeit und präge mir die Bilder ein. Seht mal, der Krake strahlt wie ein Weihnachtsbaum. Ich dachte, Fiddler wollte auf die Lichter verzichten. Er schon, aber wie es aussieht, hat Miss Benjamin die Lichter angebracht. Quecksilber hin oder her. Hört ihr das? Das sind Schritte. Spukt es hier oder habe ich es mit Eindringlingen zu tun? Ich bin bewaffnet und scheue mich weder, einen Geisterjäger zu holen, noch die Polizei. Hätten wir Connor nur längst angerufen. Jetzt sitzen wir in der Falle. Noch dazu ist die Dame bewaffnet. Und das sieht mir nicht nach einem Steampunk-Spielzeug aus. Verwickelt sie in ein Gespräch. Lenkt sie ab. Ich habe eine Idee, wie wir sie entwaffnen können, ohne handgreiflich zu werden oder den Raum zu verlassen. Meinetwegen, aber lass uns nicht hängen, Just. Würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.